In dieser Übung soll eine Funktion erstellt werden mit dem Namen Absolute Value. Diese soll eine Zahl als Parameter bekommen und den Absolutwert zurückgeben, den Betrag. Das bedeutet, der Abstand einer Zahl von 0, das würde einfach aus einer negativen Zahl eine positive Zahl machen. Wie man in diesem Beispiel sieht, soll aus der Zahl 42 weiterhin die positive Zahl 42 erscheinen, aber aus der negativen Zahl minus 13 soll 13 herauskommen. Wir erstellen dazu eine Funktion mit dem Namen Absolute Value. Und diese bekommt einen Wert mit, ich sage jetzt mal Value. Dieser Parameter wird dann überprüft. Wie erkennt man, ob eine Zahl negativ ist? Im Prinzip, wenn die Zahl kleiner als 0 ist, ist sie negativ. Deshalb prüfen wir mit if value ist kleiner als 0. Dann soll der Wert in einen positiven Bereich umgewandelt werden. Das erreicht man, wenn man eine Zahl mit minus 1 multipliziert. Dann bekommt man einen positiven Wert heraus und dieser soll auch zurückgegeben werden. Deshalb return value mal minus 1. Falls die Zahl größer als 0 ist, soll ganz normal die Zahl zurückgegeben werden, also return value. Wir prüfen das Ganze. Wir haben x42 und y mit minus 13. Beide gehen durch die Funktion. Und wir sehen, es kommen zwei positive Zahlen heraus. Die Funktion wäre in JavaScript aber gar nicht nötig, weil es dafür schon eine gibt. Dazu erstelle ich mir eine Variable z und ich kann über die vorhandene Bibliothek maths.abs für absolut und als Parameter eine negative Zahl, zum Beispiel minus 42, eingeben. Und wenn ich jetzt mit console.log z ausgebe, dann sehe ich, dass eine positive Zahl 42 erstellt wurde.